Liebe Leute, langsam nimmt es überhand und deswegen sage ich mal einen kleinen Exkurs in die Fremdwörter und auch einen Exkurs in die Geschichte, denn aus der Geschichte lernen kann man sehr gut, weil Geschichte sich wiederholt. So einfach ist es. Meine Uroma sagte damals, nie wieder Krieg, und es hat ein paar Jahre gedauert, da sind die Leute wieder begeistert in die Kinos gestürmt und haben Hurra gebrüllt, wenn ein deutscher Flugzeugführer einen Engländer oder Amerikaner vom Himmel geholt hat. Dabei spritzte noch das Blut. Nee, es klebte noch an den Häuserwänden. Naja, wie komme ich auf das ganze Thema? Ich zeige euch mal einen typischen Kanalkommentar. Hier, das ist auch wichtig. HTTPS, E-Petition, Bundestag und so weiter. Ich habe schon mitgezeichnet. Sollten alle machen. Manchmal reicht es mir und dann habe ich geantwortet, Petition ist gleich Bittschrift. Ich bitte nicht mehr, schon gar nicht an die Unterdrücker. Das ist genauso, als wenn ein Löwe sagt, wenn ein Kaninchen zu einem Löwen sagt, du, ich weiß, du hast Hunger, aber bitte friss mich nicht. Oder? Ist das so falsch? Dass Petition wirklich Bittschrift heißt, lateinisch Petitio, Bittschrift, Gesuch, Eingabe. Das vergessen die meisten Leute. Und ich habe es mal ein bisschen anders gemacht. Eine Szene aus Er ist wieder da von Timur Wernisch. Da erzählt der Haupterzähler, wir brauchen mehr als Deutschland. Und wie bekommen wir das? Und sein Gegenüber, wir bestreiten die Rechtmäßigkeit der von den Siegermächten erzwungenen Grenzanerkennungsverträge. Ich beugte mich nach vorne und schnappte mit dem Finger. Wissen Sie, was das ist? Er sah mich fragend an. Das ist die Zeitspanne, die man braucht, um aus dem Völkerbund auszutreten. Wir bestreiten die Rechtmäßigkeit, bla bla bla. Was für ein wehleidiges Geschwätz. Man tritt aus dem Völkerbund aus, rüstet auf und nimmt man sich, was man braucht. Das ist zugegeben harter Tobak. Jetzt die Szene nochmal ein bisschen angepasst aus den sich immer wiederholenden Kommentaren auf meinem Kanal. Bitte leiten, weiterleiten und teilen. www.openpetition oder e-Petition, Bundesregierung oder Donald Trump und so weiter und so fort. Mein Gott. Jetzt mal eine angepasste Szene. Wir müssen Deutschland wieder normalisieren. Und wie machen wir das? Wir bitten die Bundesregierung oder Donald Trump. Ich beuge mich jetzt nach vorne und schnippe mit dem Finger. Wissen Sie, was das ist? Der andere sieht mich dann fragend an. Das ist die Zeitspanne, die man braucht, um aufzuhören mit der Bettelei. Wir bitten die Regierung, bla bla bla. Was für ein wehleidiges Geschwätz. Man tritt nach vorn, richtet sich auf und dann fordert man, was man braucht. In diesem Fall unsere Grundrechte. Zurück. Wir sind alle sehr blockiert, muss ich sagen. Ein altes Sprichwort, was gerne in den französischen Foren zitiert wird. Jeder wusste, dass es unmöglich war. Es kam ein Idiot, der es nicht wusste. Und der es tat. Marcel Pagnol. Das sollte uns für heute genug zu denken geben. Ich wünsche euch noch einen schönen knappen Restsonntag, wünsche eine gute Nacht, wünsche euch morgen einen schönen Wochenbeginn und guckt nochmal unten in die Videobeschreibung. Der neu ist hier, der weiß es noch nicht, schaut euch dieses Video an in der Videobeschreibung, ich kann es hier nicht veröffentlichen und dann macht was, aber macht's gut. Wir hier schon zusammenstehen, wir machen's. Und wir machen's wirklich gut. Ich merk's an den Zugriffen. Verdopplung seit gestern. Lässt mich hoffen. Na gut, also, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.